Jo Leute, willkommen zu einem mehr kurzen Video. Heute zeige ich euch mal eine kleine Short-News, so sind sie ja bekannt geworden. Und zwar gibt es das neue Yoshi für die Nintendo Switch, kommt 2018, habe ich bisher noch nie erwähnt. Deswegen mache ich es jetzt. Yoshi erscheint 2018 für die Nintendo Switch, Datum ist jeweils noch nicht bekannt. Jedenfalls spekulieren sehr viele, dass auch bald Bayonetta 3 für die Switch kommt und Metroid Prime. Ist ja auch mehr als groß gehypt. Wir müssen einfach mal abwarten und hoffen, dass wir das bekommen, was wir uns erwarten. Jo, neue Amiibos sind derweil nicht bekannt, sowie neue kleine, aber feine Soundtracks. Dazu gibt es noch eine Limited Edition und ja, wie gesagt, Yoshi, Bayonetta 3 und was war es nochmal? Bayonetta 3, habe ich aufgeregt? Ich weiß, das ist gleich sowas von noobig. Aber soll ja auch nicht hier so mega flüssig ablaufen. Ich meine, ich bin ja noch. Ja, ne? Jo Leute, mir fällt gerade wirklich nicht mehr ein, sorry. Deswegen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann. Und ich habe gesagt, das sollte nur keine Nach-News sein. Und ja. Wie gesagt, wenn ihr Splatoon 2 habt, gönnt euch. Deswegen ist es ja auch eingeblendet. Ach ja, by the way, wait. Jo Leute, ich muss kurz einen Cut machen. Und zwar, zu Splatoon 2 ist ein neues Update erschienen. Und zwar kann man da jetzt zwei neue Maps erkriegen. Dazu ist einmal die Schiffsburg und noch eine brandneue Map, die ich euch herzens empfehlen kann. Also wenn ihr Splatoon 2 habt, macht euch die Konsole an und zockt das Game. Die Film-News sind by the way auch schon gestartet. Wenn ihr da Interesse habt, ein Herz für Filme oder für Spiele oder für mich, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren könntet und liken. Ich möchte mich nochmal bedanken für 96 Abonnenten. Wirklich großes Dankeschön. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.